Hi, ihr hört das Geräusch. Ich bin weiter am Arbeiten, ihr habt die ersten Clips gesehen. Ich sag immer für die, die aus Versehen dieses Video gerade sehen, was ist er denn für einer? Medienhaus Nordrhein-Westfalen und Ultra HD Web TV, Sondersender NRW und was weiß ich nicht alles. So, ich bin täglich für Menschen zuständig, digital. Ich betreue den sogenannten Datenhighway Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen und mache Videoclips meistens für Kunden. So, und zum ersten Mal mache ich Videoclips für mich. Und diese Videoclips stelle ich euch vor. Und es freut mich, wenn ihr zuschaut. So einfach ist es nicht, weil in der heutigen Zeit man mehr mit negativ rechnen muss bei so einem Videoclip wie positiv. Und Erklärvideos, Fachkompetenz und solche Sachen, das ist nicht so einfach. So, hier die Welt der Medien. Hier sind die verschiedenen Boxen, wo gearbeitet wird. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin jetzt ein Kunde, der jetzt in so einer Box arbeitet, der jetzt seine Digitalisation durchführt. Diese Maschine, die ihr hört, in einem anderen Clip habt ihr jetzt gesehen. Die Maschine, die ihr jetzt hört, arbeitet. Der Scanner scannt das jetzt hier ein und meine Aufgabe ist, daraus eine Nummer gleich zu machen, damit eine Reihenfolge entsteht. 1 bis 21. Denn das muss ich heute 21 Mal machen. So, herzlich willkommen, total, wirklich herzlich willkommen bei den Shop News. So, ich gebe mir wirklich Mühe, euch zu unterhalten. Ich gebe euch Mühe, die Glocke zu betätigen. Ich gebe euch Mühe, mich bei TikTok zu erleben. So, bei TikTok könnt ihr mich im Moment nur 3 Minuten erleben. Ich möchte aber live geschaltet, ich möchte live schalten. Ich bin Leidenschaft, Beruf, Hobby, Hobby-Beruf, okay? Und wenn ich ehrlich gestehen darf, heute zum ersten Mal vor dieser laufenden Kamera bin ich beides. Hobby, Beruf, Beruf, Hobby. Ihr glaubt gar nicht, wo ich überall war. So, ich hätte euch sehr gerne mitgenommen, euch mal so einen Tag der Medien gezeigt, vor der Arbeit, in der Arbeit, nach der Arbeit, mit der laufenden Kamera. So einfach ist das nicht. Denkt bitte dran, die Welt der Arbeit ist eine andere wie die Welt der Freizeit. So, Freizeit, Arbeit, Arbeit, Freizeit ist bei mir aber immer ein und dasselbe. Und vorhin hat das gute Stück hier mal wieder gepiept. Jetzt gucke ich nach, wer das war. Aha, die Top Press war. Juhu. Juhu. My dear. So, seht ihr? Digitalarbeit macht doch Spaß, oder? So. Jetzt gehen wir halt nochmal bei TikTok. Und ich würde gerne ein TikToker werden. Also, wir haben ein Handy oder bestellt, ein iPhone 8 Plus. Jetzt sind wir mal gespannt, ich glaube, wir haben hier ein großes Ding hier. Geringverdiener, yeah! Okay. Aus dem Weg, Geringverdiener! So, ich bin. Also, ich sehe alles ein bisschen spaßig. Es ist die Maschine ruhig, weil das Scanning ist durch. So, ich habe jetzt gescannt. Jetzt gehe ich hier hin und verteile da eine Nummer. Ich muss aber immer warten, bis der Prozess abgeschlossen ist, weil das Scanning ist zwar fertig, das Geräusch ist Ende, aber der sogenannte Datenfluss, der ist noch gar nicht gegeben. So, wenn der Datenfluss beendet, dann kann ich da rein mit der rechten Maustaste, dann kann ich hier das umbenennen und ich benenne jetzt um 9. So. Und war noch nicht fertig. Seht ihr, die Aktion kann nicht abgeschlossen werden, da die Datei im System geöffnet ist. Das heißt,
die Umwandlung war doch nicht so schnell. Ich meine, bei 150 Seiten, Doppelseiten, das sind 300 Seiten, die müssen jetzt hier eingelesen werden. Ich meine, die Maschinen sind schnell, man ist überfordert. Also, total und recht herzlich willkommen. Ich mache auch ein bisschen Maschinenkunde. Ihr habt Maschinen, die euch begeistern. Man nennt sowas Phone. Ja, das ist eine Maschine, nichts anderes. Aber ihr geht damit um. Ihr seid nicht nur TikToker. Ich weiß nie, was da ist. Live wurde gerade beendet. Da haben wir wieder einen. Wieder ein LKW-Fahrer. Den ich natürlich von ganzem Herzen... Grüße. So. Ich habe eine Antonov, will die überführen, da ist nicht genug Ölwärmeflug drin. Haben Sie nicht Umfüllpumpen für Antonovs? Also was geht auch, ist klar. Aber sollte nicht immer sein, ne? So was geht auch, sollte aber nicht immer sein. Ne? Dann verstehe ich mich mal. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt erwische. So, er hört die Musik, er fährt. Ich weiß nicht, ob er grüßt, weiß ich nicht. Ich hatte ihn noch nicht. Wir haben gerade erst Kontakte für diese. Wenn du Langeweile hast, kann ich ja kommen, mit Wasser ein bisschen umkaufen, zupfen und alles. Kannst du dir Garten kommen? Okay, Sie sind... Hallo, Sabi! Guten Morgen! Hallo, Maike! So, LKW-Fahrer, der durch die Gegend fährt, live geschaltet. Also ich kriege ja genügend, also... Moin, servus. Irgendwo in Bayern unterwegs. Vielleicht grüßt er zurück, wenn ich Glück habe. Jetzt bei der Live-Schaltung erwische ich alles Neue. Also nicht die, mit denen ich sonst Kontakte. Grüße zurück. Doch, hat zurückgegrüßt, seht ihr? Das meine ich. Darum geht es mir, live zu schalten. Ihr sollt alles mitbekommen, wie hier im Medienhaus gearbeitet wird. Kommen wir noch eine, vielleicht zwei Flaschen hier Mischgetränke gratis on top mit dabei. Darfst du da mal kurz Hallo in die Kamera sagen und dich und kurz sagen, dass du vorbeikommst? Ist doch viel cooler, dann lernen wir uns hier direkt vor Ort kennen und dann würden die Leute auch nicht denken, dass ich bescheuert bin und mit Wasserkisten hier rede. Was machst du mit den Kisten? Ich mach gar nichts, ich verkaufe die. Also die, den Inhalt und die Kisten selbst, die verkaufe ich. Ansonsten. Okay, das war jetzt ein Getränke-Großhändler. Ihr seid bei Medienhaus. Was will ich mit den Videoclips zeigen? Also ich weiß gar nicht, welcher Videoclip mittlerweile hier läuft. Ich weiß auch nicht, wo du quer eingestiegen bist. Für mich ist es an sich humorvoll zu erkennen, deswegen mache ich die Videos. Wie doch einige über mich denken und der Meinung sind, sie würden mich lenken und sie sind der Meinung, sie können mich ärgern. Nein, können sie nicht auch die, wie nennt man sie, diese Frohnhauser Telegram-Gruppe. In Frohnhausen gibt es eine Telegram-Gruppe, die wohl schätzungsweise nicht so den Bildungsgrad haben, deswegen ihre Unbildung raushauen, indem sie mit Sprühflaschen arbeiten, mit Pamphlete arbeiten. Und großkotzig daherkommen. So was gibt's halt, aber damit müssen wir leben. So, ich möchte euch auf Dr. Dead, Mut zur Lücke, einen waschechten Zahnarzt lenken. Dann möchte ich euch auf einen waschechten, ausgebildeten Rechtsanwalt lenken. Für den habe ich diese Digitalisation durchgeführt. Jetzt gucke ich mal, ob ich die Nummer setzen kann. Bin ich jetzt bei der Arbeit und ich setze jetzt die Nummer.
Prozess abgeschlossen, Nummer 9 gesetzt. So, ich habe die Nummer 9 gesetzt, das heißt also, ich habe noch reichlich viele Bücher vor mir. Deswegen möchte ich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit hier in dieser Kamera hineinsprechen. Ich habe sehr viel zu tun. So, und da ich so viel zu tun habe, habe ich mir gedacht, weißt du was, lass die Kamera mitlaufen, die Leute dürfen ja ruhig wissen, dass halt gearbeitet wird. Und ja, ich meine, so ein Videoclip, der muss auch gestaltet werden, so ein Videoclip muss auch irgendwie gesetzt werden, der muss auch Weg gebracht werden, der muss ja irgendeinen Inhalt haben, Vorspann, Nachspann. So, jetzt habe ich euch hier einige Videos gemacht und ihr könnt jetzt selber, wer Lust und Laune hat, kann einsteigen, kann sich eins wissen und was weiß ich. Ich versuche diese Videoclips aber eigenständig so zu konzipieren, dass ihr zwar versteht, worum es geht, ja, Digitalisierung, Bücherbindungen, Herstellungen, was ein Rüttler ist und so weiter und so fort. Natürlich mache ich natürlich hin und wieder mal ein spaßiges Teil dazwischen oder so. Ja, ich lasse mich sehr, sehr gerne kritisieren und ich habe vieles gemacht, um sehr stark kritisiert zu werden. So. Und ich habe es auch gerne gemacht. Ich habe provoziert sozusagen. Ich bin also sehr stark kritisiert worden. Und leider nicht von fachkompetenten Menschen, was mir jetzt nicht wehtut oder so. Fachkompetente Menschen, mit denen habe ich tagtäglich zu tun. Und fachkompetente Menschen schmunzeln immer. Du bist aber reichlich mutig, dass du das machst. Warum nicht? So, we are the generation 62-82. Wir sind also die Generation 62-82 in diesem. Wir haben vieles erlebt und ich muss hin und wieder schmunzeln, wenn ich sehe, dass dort Menschen vor Kamera sind, die 62, 72, 82, 92 sind, aber nicht beruflich, sondern Kranfahrer waren, Bus, keine Ahnung, also aus einer komplett normalen Generation. So, ich habe Richter, ich habe Rechtsanwälte, ich habe Ärzte und natürlich den Bürger.